Hallo, gib mir mein scheiß Brot jetzt! Ey, der hält das in der Hand und er gibt's mir nicht mehr! So, Leute, wir wollen jetzt snipen. Das heißt, wir gehen jetzt instant auf den Server. So, Let's go, bin let's go, oben. let's go. Beziehungsweise, wir wollen nicht snipen, sondern wir glauben, dass jemand in der Nähe des Spawns ist. Beziehungsweise, wahrscheinlich oder vielleicht ist er auch im Nether. Das wissen Ja. wir nicht genau. Das müssen wir jetzt ein bisschen anschauen. Du bist da bei mir, ne? Ja, Oh ich Gott, bin bei dir. ich hab richtig viele Sachen noch Ich offen. glaube aber, dass wirklich jemand in den Nether gegangen ist. So, ja, ich glaube, also ich weiß, ich habe Weiß-Weiß-Folgen geschaut. Und was ich weiß, ist, sie haben sich getrennt, weil einer in den Nether gegangen ist und der andere hat weiter gemeint. Also Weiß-Weiß ist in den Nether und Domsa hat weiter gemeint. Sie haben aber dann ein bisschen vorproduziert. Das heißt, ich weiß nicht, ob sie da noch drin sind. Wollen wir rein? Lass rein. Also ich sehe, warte, in der Stadt sehe ich ihn jetzt nirgendwo. Wir wissen nicht, ob er da ist. Wir dachten uns einfach so, hey, okay, wir gehen rein, komm. Wir Ja. gehen rein. Wir dachten uns so, hey, wir probieren das einfach mal. Falls er jetzt nicht da sein sollte, werden wir jetzt dann wieder minen gehen. Weil jetzt hat mir auch ein Kumpel auf WhatsApp geschrieben, wir sollen doch einfach wieder minen gehen. Grüße an Edin an der Stelle. Ja, er meinte, wir sollen wieder minen gehen. Aber wir dachten jetzt einfach, weil wir das gesehen haben, wir müssen das quasi wie probieren, gucken, ob sie da sind. Ja, unbedingt. So, weißt du denn ungefähr, in welche Richtung die gelaufen Nein, nein, sind? nein, das weiß ich nicht. Also es war so, dass sie meinten, dass Weiß-Weiß in den Nether gehen will. Ich habe dir ja die Folge auch geschickt und Domse bleibt weiter beim Farm. Dann ist er in die Stadt gegangen, der liebe Weiß. Und dann war die Folge fertig und dann haben sie zwei weitere Folgen noch produziert. Okay. Aber Ui, pass auf. ich weiß im Endeffekt nicht, wo er jetzt genau ist. Okay. Also das weiß ich halt nicht. Und das weißt du ja auch nicht. Also, Nee, fuck. keine Ich habe Ahnung. irgendwie gehofft, wir würden ihn halt direkt sehen. Also in dem Fall gehen wir jetzt halt wieder zurück. Ja. Fuck off, wir gehen wieder hier aus dem Nether raus. Haben halt uns nur kurz umgeguckt. Und sonst, ich weiß nicht, wollen wir kurz ein bisschen die Stadt noch laufen oder so? Ja, können Oder wir machen, so. aber du stehst bei mir gerade rum. Entweder lag ich Oh, oder lagst wow. du. Nee, 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 ich lagge. Ach so, okay. Na, wo seid ihr so? Also, ich frag einfach mal in den Chat. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der echt in der Nähe ist. Neben dir. Alles klar. Spawn. Ja, genau, das denke ich mir auch. Nee, das Hä? sind wir. Hey, Leute. Hä? Jetzt bin ich verwirrt, Alter. Okay, ich bin Aber jetzt gerade neben dir auch. im Spawn. Warte mal, ich crafte mir mal eben ein bisschen was zu essen. Ja, hau Ja, raus. keine Ahnung. Vielleicht will er ja sogar kämpfen, wer weiß. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob die uns jetzt halt nur verarschen oder ob die halt wirklich hier sind. Das könnte natürlich auch nicht. Könnte natürlich auch sein. Aber ich glaube nicht, dass sie hier sind. Wäre natürlich schön. Erst wenn wir euch sehen. Erst wenn Wir wir euch sind sehen. am Ja. Portal. Ja. Die sind nicht da. Die sind nicht da. Fuck it. Jetzt User haben wir enters Weiß-Weiß your gerade channel. vorgewarnt. Shit. Mann, wir wollen doch einfach nur ein bisschen fighten, Mann. Das darf doch nicht wahr sein. Ja. Wie schwer kann das bitte sein? Ach du Gibt's doch Scheiße. nicht, Ja, schade. ich gehe noch mal ganz kurz in den Nether und guck, ob Weiß-Weiß vielleicht Okay, in der Nähe dann ist. warte ich hier schnell, ne? Ich werde hier Das ist jetzt schnell extrem das risky. überwachen. Weiß-Weiß, wo bist du? Mein lieber Freund, ich weiß, sie wollten sich irgendwelche Ressourcen beschaffen, halt für Tränke und so weiter. Aber ich weiß halt nicht, wo die jetzt genau sind. Ich kann mir vorstellen, dass die da irgendwo sneaken und uns tatsächlich, Nee, das denke ich nicht, weil Domse war dort vor 2 Folgen oder sowas, war er noch in der Strip Mine. Und daher denke ich das nicht. Ja gut, aber wenn du mal bedenkst, wie weit wir eigentlich in 2 Folgen gekommen sind, direkt vom Strip Mine bis zum Spawn, dann kann ich mir schon vorstellen, Ja, weißt gut, es kann sein, aber ich denke jetzt ja nicht gut. Ich gehe jetzt halt wieder aus dem Nether raus, du? weil ich denke mir halt so, fuck off. Okay. Und ich User habe vor allem left your keine Lust, jetzt channel. hier alleine zu sterben oder so. Ich hätte nur irgendwie gehofft, dass wir ihn sehen. Disconnected. Mann, jetzt haben wir ein bisschen Zeit verbraucht, egal. Ich würde sagen, wir gehen dann jetzt weiter. Hallo, ich stehe Ja. hier bei dir. Ja, Siehst du mich? ich sehe dich auch. Bewegst du dich oder Ja, lagst du bei mir? ich beweg mich Ja, du ständig, lagst ja. bei mir. Okay. Bei Okay. mir lagst es irgendwie immer noch so nach wie vor ein bisschen. Gut, dann laufen wir einfach mal in eine Richtung. Weg halt jetzt vom Spawn. Ist jetzt ein Okidoki. bisschen schade. Ja, natürlich, aber ich Ich meine. frag mich halt übelst, wo Weiß gerade ist. Ja, also echt jetzt. Sollen wir da mal hochgehen? Oder Ja, eher nicht so? sowas ist halt sau risky, weil wenn er einen weißen Bogen hat, dann sind wir tot.
Ja. Nee, aber schade. Schade Schokolade, LP. Mann, Mann, Mann. Immer diese LPs hier. Bist du noch in der Stadt oder im Nether? Oh mein Gott. Schön. Du, warum kriege ich eigentlich meine Extra jetzt nicht mehr wieder? Irgendwie buggt das gerade ein bisschen. Ach, 1v2. Eure Taktik. Ah, oh, schade. Okay, also ich denke nicht, dass er jetzt hier ist. Vielleicht hoffe ich jetzt, dass wir damit ein bisschen verzögern konnten, dass die halt ihre Taktik schneller ausüben. Und wir hauen jetzt hier wieder ab. Mhm. Weil irgendwie zwei Folgen am Stück sollten wir auch nicht am Spawn sein, sonst kommen dann irgendwelche anderen Teams. Nee, das ist nicht gut. Uns zerficken. Ja. Und das ist ja auch nicht der Plan. Also wir wollen fighten. Wir hätten auch gestern gegen Crafting Bad und Let's Feel gefightet, auch wenn die ein bisschen besseres Equip gehabt hätten oder gehabt haben. Aber wir wollen nicht sterben. Also so auf die Spitze müssen wir es dann auch nicht treiben. Es tut einfach nur so weh, so, wenn ich weiß, die sind in der Nähe und wir können sie nicht töten. Warte, nimm die Heuballen mit. Ja, nice. Nice, die habe ich gar nicht gesehen. Gutes Auge, mein Freund. Oh, Dongo Dong. Oh, scheiße, ich habe dem Typen jetzt mein Brot gegeben. Ey, gib's mir wieder. Hallo, gib mir mein scheiß Brot jetzt. Ey, der hält das in der Hand und der gibt's mir nicht mehr. Kann man den nicht abbauen? Doch, also. Hier ist dein Brot wieder. Dankeschön. Hier unten drin ist, glaube ich, nichts mehr. Ich guck da. Oh, doch, da ist noch eine. Oh, da sind zwei Steaks und ein Gold. Okay, das war eine schöne Kiste. Besonders die Steaks gefallen mir halt relativ gut. Hier ist auch noch eine Kiste. Ja, ein paar Flaschen. Ich nehme es mal mit, falls wir irgendwann mal brauen wollen. Betten brauchen wir nicht. Wir haben ja welche. Oder beziehungsweise wir sterben eh nicht. Also von dem her. Was wollen wir Betten brauchen? Und sonst, okay. Ich schaue nochmal in die Stadt, aber Weiß ist definitiv nicht da. Nein, der. Der ist wahrscheinlich irgendwo im Nether und farmt sich die Hucke voll. Kein Plan, aber ja. Wo bist denn du gerade? Ich bin da, wo das Schiff ist. Ja, ah, und du auch, okay. Ja, ich bin auch auf dem Schiff und ich habe irgendwie nur gerade Angst, dass es laggt. Deswegen frage ich mich, wo genau du bist. Ja. Wo bist du? Oh mein Gott, ich mache jetzt gerade so eine Drahtseilakt da drüben und wenn ich jetzt runterfalle, bin ich tot. Hey, so. Wo? Hier oben. So, bin da. Okay. Hallo. Hier oben war ich am Schiff. So, hi. Okay, so, gut. Springen wir runter. Warte, komm, lass mal hier auf das hier gehen. Ja, wollen wir hier ins Wasser springen? Ich glaube, das sollte relativ safe sein. Ja, MLT Water. Alter. Okay, nice. So. Hier unten waren wir auch ganz am Anfang von unserer Titan-Serie. Ja. Fuck, es ist wieder ein bisschen in die Hose gegangen. Aber egal, trotzdem ist es schade. Es ist schade. Es ist echt... Es ist so schade. Ich bin so gespannt, ob die uns gesehen haben. Ich könnte mir das so vorstellen, dass Weiß irgendwo in der Nähe war. Hä, hey, da unten ist irgendwas. Siehst du das? Ich hab's auch gerade gesehen. Wollen wir dorthin? Ja, alter, stell dir vor, das ist jetzt nicht von irgendeinem Spieler gebaut, sondern irgendwie jetzt so ein richtig OPs Versteck oder so. Ja gut, aber das ist ein Versteck, da ist ein Pisten. Aber das macht mir auch ein bisschen Angst. Okay, was haben wir hier unten? Hallo, da ist eine Kiste. Das ist keine Redstone-Kiste. Das heißt, oh, ein Steinschwert. Ja, das sind halt alles so Anfangssachen. Wenn man die in der ersten Folge findet, dann bist du halt so OP. Aber ja. Wenn du die halt später findest, dann... Oh, das ist ein Lever. Oh, alles klar. Okay, ich habe ein bisschen Glowstone. Okay, hier geht's nach unten. Da ist Lava. Das macht Lava? Mir ein bisschen Angst. Ich komme auch. Da ist ein Esel. Hi, Esel. Hey, lol, das sind laute Köpfe von Rofuto, den kenne ich. Von wem? Von Rofuto, den kenne ich. Das ist ein, Der Base-Mod oder wo? Warte, lass mich gehen. Wenn ich sterbe, ist es nicht so. Warte, stopp! Da ist Kies! Stopp. Ja, oh mein Gott, pass auf! Ja. Was ist deine Kiste? Nur Essen. Aber es ist. Ach, fuck. Nur Essen. Essen ist auch relativ kostbar. Das darfst du nicht vergessen. Essen ist trotzdem. Ja, gut, aber, Fakt ist. Wir werden uns jetzt wieder ein bisschen in eine Mine verziehen, weil es ist halt effektiv so, dass klar ist Minen jetzt nicht so spannend wie Fighten für die meisten, aber mein Kumpel hatte da schon recht, weil jetzt verlieren wir sau viel Zeit, wenn wir immer wieder probieren Leute zu snipen. Wir haben jetzt halt aber gesagt, hey, wenn wir jetzt schon oben sind beim Spawn und da vielleicht auch wer ist, wenn es weiß, was ist, können wir es ja probieren. Hat jetzt nicht funktioniert, ich bin übrigens wieder rausgeschwommen. Ja, ich komme. Ich komme jetzt. Und jetzt laufen wir erstmal oben durch und suchen uns eine gute Höhle, wo wir dann reingehen und gehen dann ein bisschen Strip-Mine etc. Und es wird dann relativ witzig. Es wird dann echt cool, ja. Ja, hoffentlich. Also, wir wollen jetzt, also ich meine, ich kenne sehr, sehr viele Leute, die in diesem Projekt jetzt schon gesagt haben, wie geht's denn hier überhaupt wieder hoch? Ach, hier. Die in diesem Projekt gesagt haben, sie werden noch weiterfahren bis zum Ende. Also, viele haben ja gesagt, in der 21. Projektfolge will sowieso jeder kämpfen.
Ja, das ist sowieso klar, weil dann werden die Ärzte ersetzt. Genau. Aber ich würde halt schon früher fighten. Aber ich denke mir halt, jetzt verlieren wir sau viel Zeit. Und ja, im Endeffekt, wir haben trotzdem nur einen Titan-Rüstungsteil. Warte, das kann man definitiv. Glaubst du, der Schneemann da oben wurde schon gelootet von ihm? Da wollte ich jetzt auch gerade hin. Da wollte ich ehrlich gesagt gerade auch gerade hin. Ja. Diese Secrets sind schon immer so ein bisschen Nervenkitzel, ne? Also, sie sind geil irgendwie und. Wir sind ja heute richtig auf Secret-Jagd hier. Da ist eine Workbench of Doom, der ist eh schon gelootet. Ich werde in 5 Minuten gekickt. Du wirst in 5 Minuten gekickt, lol, warst du früher drauf? Ja, bei mir kam die Meldung jetzt auch gerade. Okay. Lol, Titan Arrow. Holy, was ist das? Da ist ein Titan Arrow drin und Sticks und ein Banner. Bei mir war da gar nichts drin. Wie macht man Titan Arrow? Ah, lol, jetzt aber. Titan Arrow Poison, ach so. Warte, heißt das, ich kann jetzt hier einfach so eine Poison-Flasche drauf machen oder so und dann ist das ein vergifteter Pfeil oder sowas? Das ist auf jeden Fall, glaube ich, not bad. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Okay, dann du lagst bei mir echt durch die Gegend. Ich weiß nicht, ich muss mal irgendwie da. Ach, da unten ist noch was, guck mal. Das sind zwei Doppelkisten und so. Das ist hundertprozentig gelootet oder eine Base von einem anderen Spieler. Das ist so offensichtlich. Denkst du? Ja, also da würde ich jetzt aufpassen, dass das keine Redstone-Chests sind, weil dann stelle ich mich auf die Chest drauf, dann kann ja nichts passieren. Ein Fichtensetzling, okay. Nee. Ja, nee, also es ist schon gelootet worden. Ja. Hier war definitiv schon jemand und what the fuck ist das? Was ist das? Warte, stopp! Nein! Oh, was? Ist deins auch weg? Nein. Mein Titan ist gecrashed. Holy! Lol, ich wollte den Ofen öffnen, plötzlich crasht mein Titan. Holy shit, was hast du gemacht? What the fuck? Ja, jetzt bin ich alleine. Hier irgendwo im Nirgendwo. Hier sind Steine. The fuck? Okay, so. Jetzt hier liegen erstmal einfach Steine rum. Das macht mir gerade ein bisschen Angst. Aber startet schon. Steht schon da. Holy shit. Alles klar. Ich habe mich jetzt erstmal erschreckt. Ich dachte so, okay, haben wir jetzt irgendwie den Server zum Crashen gebracht oder so? Aber nein. Nee. Das ist so eine Lagerfeuerstelle. Ich weiß nicht, ob die gerade dein Titan zum Crashen gebracht hat. Weil da ist so ein Button. So, hi. So, bin wieder da. Hi. Komm mit, los. Wir gehen mal hier in die Höhle. Bist du dabei? Ja, natürlich bin ich dabei. Oh wow, das ist super Höhle. Das ist die beste Höhle ever. Ich dachte hier, ich hätte irgendwas Cooles gefunden und dann ist es so ein Dreck, ey. Komm, da ist nichts. Scheiße. Scheiße, ey. Wir haben... Scheißdreck. Scheiße, ich weiß nicht. Komm mit. Ja, ja. Alle. So. Ja, es ist halt aber so, ich denke, gesniped werden wir nicht, da wir immer schön vorproduzieren und alles und eigentlich uns läufig fortbewegen. Das heißt, ja, wir haben uns jetzt in den letzten 3 Folgen einfach mal komplett woanders hinbewegt. Und wir sind ganz irgendwo und nirgendwo, aber ich glaube, hier in der Nähe waren Leute, wie zum Beispiel Freaks waren hier und da irgendwo kommt ein Sumpf. Okay, Freaks. Sie werden gekickt, bye. Freaks, wenn du das siehst, wir sterben. Freaks, wenn du das siehst, wir werden euch recken, Alter. Was ist hier? Okay, nur Scheiße. Auseinander nehmen. Bye, die schreiben nicht zurück. Finde ich halt ein bisschen strange. So, nee. BB. Warum schreiben die nicht zurück? Ja, abgehoben, der YouTuber. Also das hier ist ja alles alt und bekannt. Ja. Ja, das kennen wir. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir waren in der Nähe von irgendwem von denen, weil sonst hätten die doch zurückgeschrieben, oder nicht? Ja, keine Ahnung. Schreiben muss man ja aus dem Sneak-Zustand zurück. Ja, okay. Ohne Hexe. Oh, da ist die Border. Weiter sollten wir nicht gehen. Oh, wow, ich wurde vergiftet von der Hexe, weil sie so rumlaggt. Wow, aber was ist das? Ehrlich, es laggt übelst rum bei mir. Okay. Holy shit, wo ist denn die Border? Ich sehe die gar nicht. Da hinten war die. Was ist das hier für ein Steinding? Warte, wo bist du? Das wird doch nicht random generell so ein Steinding. Hier am Wasser. Ja, ich weiß, welche Steinding du meinst. Das habe ich mir auch schon angeschaut und dachte nur so, what the fuck ist das genau? Wow, scheiß. Ich hab sie getötet. Okay. Scheiß Fotzenspinne. Ich muss das piepen, Alter. Die Leute sind. Das ist eine Fotzenspinne, Freunde. Ja, aber die ist auch nichts. Ja, Mann. Das ist ein schlechter Eindruck von dir. Warte, nimm die Hühner mit. Vorsichtshalber fürs Essen und so. Ja. Was kann ich denn wegwerfen? Was kann ich wegwerfen? Ja, Bone Meal brauche ich ja nicht unbedingt. Ich habe ja auch Knochen. Okay, da ist ein Creeper. Oder sowas. Aber es gibt bestimmt noch irgendwo Secrets, die noch nicht gelootet sind. Und ja, die klar. Bestimmt noch OP sind. Halt einfach, ob sich das auf Dauer lohnt. Weil ja, ich glaube, für die OP ein Secret musst du echt schauen. Und hier haben wir jetzt eine Höhle. Wir könnten hier eigentlich rein. Ich werde in einer Minute gekickt. Wollen wir in die Höhle? Ja, dann lass in die Höhle gehen. Lass in diese Höhle gehen und uns hier quasi verschanzen und dann in der nächsten Folge, oder wir fangen jetzt schon an, uns halt hier runter zu graben. Im Endeffekt so im Treppenstyle, nicht, dass wir irgendwie dann in so eine Wupsifantenhalle fallen oder sonst irgendwas. Wer weiß, kann ja passieren. und deswegen bauen wir uns jetzt hier so ein bisschen Treppenstyle, Mappenstyle runter.
Das ist auf jeden Fall ein bisschen schade. Ich bin mir sicher, Weiß-Weiß war irgendwo dort. Er war hundertprozentig irgendwo dort. Aber im Endeffekt, was hätten wir tun sollen? Wir konnten jetzt... Ah, oh, fuck, ich habe keine Spitzhacke mehr. Hast du noch Holz? Ja, ich habe... Ja, warte mal, ich habe Sticks für dich. Nee, aber ich gehe sonst mal hoch und fahre mir noch... Da oben ist ja gerade ein Baum und fahre mir dort noch ein bisschen Holz, weil ich habe das ganze Projekt irgendwie über nie Holz gehabt, wirklich. Ja. Dann kann ich hier in den 15 Sekunden noch 2-3 Holzblöcke sammeln. Los, gib mir Holzblöcke, ich In 15 Sekunden, das wird aber ganz schön knapp, du. Oh, 5, 4, Leute, drei, wir müssen jetzt zwei, echt... Tschüssi. Tschüssi. Nein, verlass mich nicht. Auf jeden Fall. So, das war's hier von meiner Titan-Folge. Wenn euch jetzt auch interessiert, was der liebe Rumpstock jetzt... Ja, ich mache jetzt ganz geheime, böse Dinge. Ich werde jetzt sterben, Leute, also... Vielleicht gehst du jetzt noch verrecken. Dann könnt ihr auf jeden Fall noch bei ihm vorbeischauen. Ansonsten würde ich sagen, Freunde, war's das hier von dieser Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Alright, bis dann. Und tschüss. Tschüss. Okay, so. Ich bin jetzt fast ganz unten. Bei Ebene 12. Das Problem ist halt, ich werde jetzt auch schon in 15 Sekunden gekickt. Ja, aber dann können wir nächste Folge halt einfach direkt das Strip meinen. Ich hoffe, du kannst dann die Koordinaten wieder ausblenden. So, okay. Ich wurde jetzt auch gekickt. Gut, Leute, das war's auch von meiner Folge. Ist jetzt auch nicht sehr viel mehr Spannendes passiert, wenn ihr da jetzt was erwartet habt. Ja, schaut auch unbedingt bei lieben Killercrafter vorbei und dann seht ihr seine Sicht. Ihr könnt auch beide Sichten gleichzeitig laufen lassen, wie ihr wollt. Ja, unser Plan ist jetzt leider nicht so aufgegangen. Wir wollten kämpfen. Wie ihr seht, wir sind offensiv, ja. Wir wollen kämpfen. Das Problem ist halt, es funktioniert nicht. Wir haben vielleicht Glück im Looten, aber Pech im Kämpfen. Ja. Und deswegen, ja. Ich würd sagen, das war's von dieser Folge Titan. Wir sehen uns dann in der nächsten wieder. Hoffentlich mit ein bisschen Titan-Ohr. Und ich würde sagen, macht's gut. Haut rein und tschau. Tschüss.